Tja, hier in der Casa sind wir schon einigermaßen eingeschränkt, denn wir haben jetzt inzwischen 30 Tage Ausgangssperre. Ausgangssperre heißt, dass man außer für Einkäufe, Arztbesuche oder Apotheke eben nicht raus darf. Das heißt, nicht raus zum Spazieren, nicht raus zum Fahrradfahren, auch nicht alleine. Man darf eigentlich gar nichts. Und das ist schon eine schwierige Einschränkung, gerade wenn man als sportlich aktiver Mensch dann so runtergebremst wird. Man kann da natürlich mal auf so einem Hometrainer auf der Rolle fahren, aber das ist natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei. Somit versuchen wir uns, die Stimmung nicht verhageln zu lassen, und ich glaube, das gelingt uns mit viel Optimismus auch sehr gut. Grundsätzlich findet man natürlich immer was. Also ich habe schon zwei Fassaden abgespachtelt, grundiert und gestrichen, habe den Garten auf Vordermann gebracht und würde jetzt natürlich sehr viel lieber mit meinen Gästen Rennrad fahren, denn jetzt ist Saison. Ich bin ja auch ein bisschen Saisonarbeiter. Die Radsaison auf Mallorca ist nun mal im Frühjahr. Naja, und weil ich halt in Spanien bin, bekomme ich von der Situation in diesem Land natürlich auch einiges mit. Sprich, Menschen, die auf Krankenhausfluren liegen und auf Behandlungsbetten warten. Das ist schon wirklich krass. Und ich muss da auch mal ein Riesenlob an die spanische Bevölkerung, die ich jetzt hier auch so ja, nicht wirklich sehe, weil sie eben die Ausgangsbeschränkungen doch sehr respektiert. Da tut man, glaube ich, alles dafür, die Alten und die Schwachen zu schützen. Und ja, das würde ich mir weltweit so wünschen, dass man eben nicht sagt, ach ja, der ist zwar tot, aber der hatte eh eine Vorerkrankung oder war alt. Ich glaube, das ist eine Einstellung, die geht gar nicht. Naja, und die Hoffnung auf das Ende der Corona-Krise, das ist natürlich da. Und die Hoffnung, dass es auch ganz schnell geht, die ist auch da. Aber es ist auch so ein bisschen wie die Hoffnung auf einen Lottogewinn. Die Wahrscheinlichkeit, dass es ganz schnell wieder zur Normalität wird, Rennrad zu fahren und volle Bundesliga-Stadien zu haben, ich glaube, das ist noch ein bisschen weiter weg. Da sollten wir uns drauf einstellen. Aber mit der richtigen Einstellung und mit einem gesunden Optimismus, dann schafft man auch sowas. Denn irgendwann ist es wieder gut. Und da können wir uns alle schon mal drauf freuen.